Mahlzeit, moin, hier bin ich wieder. Zeit für eine neue Folge LSSM, nee, LSS. Ja, ich habe investiert in eine neue THW-Wache bzw. in einen neuen Ortsverband. Hab dann natürlich schon den technischen Trupp angeschmissen, hab dann 10 Leute von einer anderen THW-Wache geholt. Und die Lehrgänge laufen auch schon. So. Also, wir müssen eigentlich nur noch jetzt 2 Wochen warten, bis alles gebaut ist. Und dann haben wir hier auch schon wieder 3 Wochen. Entschuldigung. Eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen. So. Läuft. Also, da kümmern wir uns dann nebenbei drum. Ja, geldtechnisch sind wir natürlich am Ende. Aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Haben wir mir zwischendurch noch einen AB-Schlauch geholt. Nein, hier wollte ich nicht hin. So. Ne, wird jetzt von dem einen Fahrgestell bedient. Ja. Ne, und sobald da jetzt auch irgendwelche Stellplätze frei werden für irgendwelche Abrollcontainer, werden wir die dann entsprechend nutzen. Ist natürlich jetzt ein bisschen tricky. Zwischendurch werden wir auf jeden Fall noch ein weiteres WLF benötigen, aber halt an einem anderen Stellplatz. Ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Wir müssen halt nur gucken, diese normalen Dinger, das ist nicht das Ding, da brauchen wir kein extra Personal. Haben wir aber welche mit zusätzlicher Sonderausbildung, müssen wir gucken, wie wir die dann hinkriegen. Ja, ne, also über das WLF natürlich nicht. Da werden wir dann wahrscheinlich mit dieser MTW-Möglichkeit arbeiten. Werden wir sehen, wie wir das hinkriegen. So. Ja, und dann noch mal kurz was dazu gesagt, weil das habe ich jetzt auch schon des Öfteren wieder auf der Facebook-Seite gesehen. Da fragen dann Leute, habt ihr irgendwelche Fahrzeuge gesehen, die ich übersehen habe? Beziehungsweise habt ihr irgendwelche speziellen Fahrzeuge? Wisst ihr da welche? Macht ihr die Seite auf? Da siehst du sie rauf und runter. Ne? Also ich meine, es gibt nichts Einfacheres, als hier im Grafikset zu gucken. Da sind die untereinander aufgelistet. Ne? Ich zeige es euch gerne nochmal. Lasse ich mir jetzt beispielsweise das anzeigen. Scroll ein bisschen runter. So, da habe ich hier alle untereinander. Dann das kann ich mit jedem x-beliebigen Pack mir reinziehen. So, das ist jetzt hier halt das, was bei mir standardmäßig hinterlegt ist. Das sind die nicht animierten, beziehungsweise die mit nur Blinke, Blinke. So. Würde ich gerne nutzen, wenn er Blink Blink hätte. So, hat er aber nicht. Ist ja jetzt auch relativ. So, ne, das ist ja jetzt auch nur ein Beispiel. So. Ne, das kann ich mit jedem x-beliebigen Dingens Bummens Döns machen. So, jetzt können wir ja mal hier spaßeshalber. Ich muss nur was suchen, muss nur was finden. Rambock ist jetzt auch nicht unbedingt der beste Name. So, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Gute Frage, schlechte Frage. So, hier können wir runtergehen. Ne? Hier seht ihr jetzt zum Beispiel gut animiert. Naja, warum auch nicht? Da nutzen wir sogar auch das ein oder andere Fahrzeug von, wenn ich ehrlich bin. Glaube ich. Neue Norm auf altem Fahrgestell? Kannst du mir das mal erklären? Was dich da geritten hat? Wie ich euch jetzt mal wissen. So, das hier, ne, das ist das, was ich gestern meinte. Dieses klassische, ne, TLF 8, 8.8 bzw. 8.18 auf Unimog-Fahrgestell. Oh, hier haben wir aber auch noch welche. Das TLF 16 hat keine Staffelkabine, soweit ich weiß. Naja, ist ja auch im Prinzip eigentlich relativ Laterne, darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Ne?
Das muss ich mir merken. KDW vom ASB. Das muss ich mir wirklich merken. Sollten wir, glaube ich, auch das öfteren mal durchgucken. Was wollte ich denn jetzt schließlich eigentlich sagen? Ja, na, hier habt ihr halt untereinander weg die Fahrzeuge von einer Person. So wie wir es hatten, bevor wir über die Fahrzeuge selber und einzeln irgendwelche Grafiken zuweisen konnten. So, entweder ich lasse mir ein komplettes Pack angucken oder ich lasse mir die einzelnen Dinger angucken, was ich persönlich relativ praktischer finde. Ne? Klicke ich hier drauf, klicke ich hier, habe ich alle RTWs, beziehungsweise in dem Fall NRWs. So. Ja. Und wenn mir dann einer sagt, habe ich nicht gefunden. Sorry. Nimm dir die Zeit und guck nach. Wo ist denn das Problem? Spielst du oder ich? Ich meine, ja, in dem Fall wahrscheinlich beide, aber ich muss ja mein Zeug auch raussuchen. Ja, und wenn nicht, dann musst du das halt so machen, wie ich das ja zum Beispiel euer zwischendurch gemacht habe, mal irgendwen drum bitten. Mehr als ein Nein kann nicht passieren, ne? Wie zum Beispiel die Geschichte hier mit hier, mit denen. So. Beziehungsweise, ne, wobei die Gaben. Mit warte, hier, nein, falsch, dem ja. So. Mit dem. Es ist ja der von der Feldjäger, es ist das gleiche Fahrzeug, es ist nun umgearbeitet. Einfach nicht fragen. Ne, und es gibt ganz, ganz viele, die da so solche Wünsche auch übers Forum, naja, bearbeiten, sei es mal dahingestellt, aber mit denen kann man eigentlich alle reden. Deswegen, also, ich verstehe die Leute nicht, die fragen, habt ihr heute gefunden? Guck selber nach. Wir wissen nicht, was du suchst. Ich suche ein RTW von einem Malteser. Ja, Seite 3 oder 4 ist das ist. Mindestens einer, nämlich der Tigis. So, hab dann durchgezählt. Ne, kann man fest sogar durchgezählt. Ich glaube, wenn wir jetzt mal keine Rücksicht nehmen, ob auf schräg, nur 2D, beziehungsweise animiert, nicht animiert, wenn wir darauf keine Rücksicht nehmen, kommst du, glaube ich, auf knapp 10 RTWs. Mit NRWs. So. Also dazu sagen, ich habe keinen gefunden, da muss ich wirklich schon mit zugekniffenen Augen durchs Spiel gehen. Ganz ehrlich. Wenn jetzt einer sagt, ich suche jetzt hier, was weiß ich, ein RTW von einem Malteser mit WAS-Aufbau. Dass man den vielleicht übersieht, okay. Aber ein rein bezogenes Organisationsfahrzeug, das halte ich für nein. Als sind dann die Leute, die irgendeine Frage bei Facebook reinstellen, in der Hoffnung, dass die irgendjemand beantwortet, weil die zu faul sind, selber zu googeln. Sorry, bin ich kein Freund von. Muss ich ganz ehrlich und auch knallhart so sagen. Ich kann sowas beim besten Willen nicht ab. Soll sich jetzt auch keiner angesprochen fühlen, um Gottes Willen, das ist einfach nur meine Meinung, ne, so wie ich dazu stehe. Na, und so kann natürlich jeder auch eine andere Meinung haben. Also völlig legitim, völlig gerechtfertigt, alles schick. Ich wollte es nur noch mal klar sagen. So, 8 Patienten. Zack, zack. Ja, wie ihr es ja bestimmt mitgekriegt habt, läuft das Ganze hier aktuell wieder am Tagesmodus. Liegt aber auch nur daran, wie ich, ja. Es läuft schneller, das Spiel, wenn ich ehrlich bin. Ich muss das wirklich sagen. Es läuft schneller. Es ist echt. Also man mag das fast kaum glauben, aber wir haben kein ewige Fahrgut. Ja, dabei springen wir den Einsatz. So eine SSD macht echt eine ganze Menge aus. Ne? Also ich habe mich ja lange gegen gewehrt, aber mittlerweile kommst du da echt nicht mehr drum rum. Ne? Das ist einfach so.
Was aber an sich auch nicht schlimm ist oder so. Man muss halt mit der Zeit gehen. Ich werde mal gucken, wir haben, was haben wir denn heute? Mittwoch. Wird sich auch gewünscht, ab und zu oder öfter. Öfter Streams. Ja, kriegen wir jetzt hin. Ja, und nachmittags. Na, nachmittags ist halt immer so die Sache, ne? Also muss man gucken, muss man gucken, muss man gucken. Alles nicht so einfach. Aber auch das sollten wir hinkriegen. Ja, aber wie ich das ja schon eingangs mal gesagt hatte, das wird dann so eine Geschichte sein, wahrscheinlich auch am Sonntagnachmittag. Ne? Oder Sonntagmittag. Irgendwie so in dem Bereich, weil in der Woche macht es keinen Sinn, da sind die meisten ja am Arbeiten oder weiß der Geier was. Oder sind anderweitig beschäftigt und unterwegs. Dementsprechend würde es natürlich dann auch herzlich wenig Sinn machen. In der Woche, am Nachmittag. Abends, 18 Uhr, 17 Uhr. Okay. Das ist aber nicht nachmittags. Nachmittags ist für mich so zwischen 1:30 und 16 Uhr. Das ist für mich nachmittags. Beziehungsweise bis 4:30. Der Rest ist für mich danach schon wieder abends. Böse Zungen, was heißt böse Zungen? Viele Leute sagen ja, für mich fängt der Abend erst ab 20 Uhr an. Schön für dich. Mich nicht. Ist halt einfach so. Das kann ich auch nichts für. Entspricht, glaube ich, auch sogar so den Tatsachen. Irgendwie so. Also. Naja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall werden wir das entsprechend auch wieder hinkriegen, was Livestreams angeht. Ne, hatte ja nur halt gestern gesagt, dass ich aktuell nicht auf den Chat zugreifen kann, weil mir das nötige Gerät so fehlt. Werden Sprechwunsch. jetzt auch nicht so die Anstalten machen, mir jetzt irgendwie was aus dem Arm zu brechen, irgendwie irgendein Handy. Da werde ich dann ganz in Ruhe drauf sparen. Für mich Priorität hat dann in dem Fall sowieso erstmal ein weiterer Bildschirm und dann ist das Ganze eh hinfällig. So. Und der weiteren Drehzug frei. Sprechwunsch. Messtechnik haben wir. Da ein. Und drei. Gut. Läuft das hier alles wieder wunderbar? Kleiner Feldbrand, schon wieder keine Wassernahme. Ach ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hoffe da allen Ernstes wirklich, dass wir da ganz. Also eigentlich gehört in meinen Augen jeder einzelne Einsatz so bearbeitet, dass überall Wasser benötigt wird. Ne, warum halt auch nicht? Ja, und die Leute, die dann sagen, von wegen, ja, aber das mit der Wasseranforderung, das wäre dann für mich ein Grund, das Spiel nicht mehr zu spielen. Ja, sei es drum. Es gibt genug Leute, die sagen, wenn das nicht Sprechwunsch. so ist, haben wir keinen Bock mehr. Ne? Also, die breite Masse muss ja bedient werden. Und ich sag mal so, von 10 Leuten kriegst du vielleicht nur sieben glücklich, ja, sieben sind die Mehrheit. Ist einfach so. Ist der Preis der Freiheit und der Preis der Demokratie. Ne? Oder anders gesagt, willkommen im 21. Jahrhundert. Hab ich mir nicht ausgesucht. Das wurde irgendwann mal so beschlossen, dass so das so gehandhabt wird. Sprechwunsch. Ich persönlich finde es gut. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich meine, man macht sich doch auch viel zu viel Gedanken drum. Wieso habe ich eigentlich hier die Einsätze nicht auf Pause gestellt? Können wir doch eh alle nicht bearbeiten. Zeitgleich. In der Realität ist es doch auch so. Also, ich meine, klar, da wird jetzt nicht nach Wasserliter alarmiert. Aber, ich meine, da wird ja doch viel, viel mehr berücksichtigt. Ich meine, wenn wir jetzt mal überlegen, alleine für eine
Wenn man jetzt lange Wegstrecken bauen muss mit Schläuchen, brauchst du schon alleine auf, was war das, auf 1800 Sprechwunsch. Meter brauchst du Minimum, warte mal, du brauchst zwei B-Schläuche, brauchst du alleine dafür schon zwei LFs, weil du zwei Pumpen brauchst. Naja, zumindest zwei TSFs. So. Das heißt, das Material wird nur alleine dafür benötigt. So, dann brauchst du an den Entnahmestellen brauchst du Pumpen und so weiter und so weiter. So was haben wir hier alles gar nicht. Ne? Also Fahrzeuge, die du einfach nur hinbringen musst, damit du das Material vor Ort hast. Ohne jetzt mal auf den Wassertank zu gehen, weil der wird da ja gar nicht berücksichtigt. So, in der Realität wird alarmiert, bis genug vor Ort ist. So, natürlich, der eine Einsatzleiter, der ist ein bisschen mutiger und kommt vielleicht mit 10 Fahrzeugen aus. Der andere, der will auch nochmal sicher gehen und braucht 20 Fahrzeuge. So. Ja, am Ende geht es da aber eigentlich auch nur ums Geld, weil du musst den Einsatz effektiv löschen. Effektiv heißt natürlich nicht in erster Linie, aber auch darauf zu achten, dass du nicht zu viel einsetzt. Weil du ja auch Sprechwunsch. immer noch im Hintergrund haben musst, ich kann nicht die ganze Stadt leer bomben, ich brauche ja noch genug vorrätig. Und ich muss ja auch noch berechnen, im Hinterkopf haben, ich brauche, wenn der Einsatz länger geht, Ausweichpersonal und Material. Ne, jetzt meine, jetzt stell dir mal vor, hier so ein Waldbrand, wenn er nicht innerhalb von einer halben Stunde bearbeitet wäre, dann könntest du irgendwann sagen, von wegen, ja, bitte, jetzt müssen wir nochmal neue LFs schicken, beziehungsweise einen Haufen SWs, wir müssen ein Schlauchmaterial tauschen. Ne, oder was weiß ich, GWL schicken mal mit neuen Atemflaschen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht führen wir ja sowas noch ein. Man weiß es nicht. Ja, aber ich finde das mit der Wasserversorgung gut. Ist nicht real. Ja, aber genauso wenig ist es real, vorher zu wissen, wie viele Fahrzeuge wir vor Ort brauchen. So, hier hat aber einer in den Kommentaren bzw. im Forum geschrieben, ein Spiel braucht fixe Punkte, um irgendwas berechnen zu können. Und das ist halt dieser Punkt. Man kann nicht alles aus dem Ärmel schütteln. Da bräuchten wir hier für dieses Spiel eine KI. Ja, bloß selbst die bräuchte ja Daten, die müsste ja mit Sprechwunsch. irgendwas gefüttert werden. Ja, so dann müsstest du auf irgendwelche Einsatzberichte aus der Realität zurückgreifen. So, das wären aber auch fixe Punkte. So, ich meine natürlich, Sebastian könnt das ganz einfach machen. Sprechwunsch. Könnt natürlich hier sagen, was weiß ich, ein Einsatz kann fünf verschiedene Sprechwunsch. Zusammenstellungen haben, ja, so, aber irgendwann weißt du auch das auswendig. Willst du für jeden Einsatz 20 Milliarden Wahrscheinlichkeiten haben? Ist auch blöd. Ne, führt zu nichts. Außer zu noch mehr Speicherbelastung. Aber wie dem auch sei, wir machen hier einfach unbeirrt weiter. Nur noch kurz. Der nächste Plan wird vorsehen, wir brauchen mehr wasserführende Fahrzeuge. TLF 11, scheißegal. Daran hapert es momentan eigentlich größtenteils. Ich sag mal, Rettungsdienst, der kann ja autark arbeiten. Das ist ja nicht das Ding. Ne, aber ab und zu fehlt da wirklich hier für einen kleinen Sprechwunsch. Scheiß, wird für sich, hier fehlt man 11, da fehlt man 11. Da werden wir jetzt ein bisschen rein investieren. Ne, wir werden jetzt gucken. Was bist du? Bist du ein Messtechnik? Du bist ein Dekon-P. So, da ist, wir werden hier definitiv an diese Wache. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja, wobei DKP können wir eigentlich auch einzelne Fahrzeuge nutzen. Das ist nicht das Ding. Ja, müssen gucken, wie wir das mit dem Personal machen. Weil ich meine, es würde ja jetzt hier nichts bringen zu sagen, wir tauschen jetzt den GWD-Con aus, stellen dann MTW hin, hauen das Personal drauf und hauen uns einen Container ein. Die führt natürlich auch zu nichts. Das, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man zum Beispiel sagt,
Ich meine, bei Dekompil und so weiter, bei Gefahrguteinsätzen, da fährt ja in der Regel ein 1120 Takt oder ein 1160 TS mit. Sprechwunsch. Dass wir dieses Personal, also dass wir dieses Fahrzeug vorhalten, in die Gefahrgutzüge einbinden, dann hätten wir dort das Fachpersonal drauf. Dass wir die dann entsprechend ausbilden in Gefahrgut, in Dekompil und so weiter. Wäre eine Möglichkeit, müssen aber eine ganze Menge Fahrzeuge anschaffen, die auch nicht wasserführend sind. Oder wir überlegen uns was anderes, was wasserführend hat. Ist ja völlig wurscht. Meinetwegen können wir da auch D-Lefs mitnehmen. Ne, die könnte man dann meinetwegen, ja, müssen wir gucken, oder Sonderlöschmittel. Können wir hier die Sonderlöschmittel nehmen? Die können wir ja dann aus der normalen AO rausnehmen und dann einfach irgendwie diesen Fahrzeugen angliedern, dass die rausfahren, wenn der Container alarmiert wird. Habe ich mir noch nicht schlussendlich überlegt. Werden wir sehen. Ich sage einfach mal, wir hören uns morgen in der nächsten Folge und ja, gucken mal weiter, was sie bis dahin getan hat oder auch nicht. Bis dahin, tschüss.